Also wie gesagt, hier sind überall Informationsschilder, wie hier zum Beispiel, wenn es erklärt wird. Hier so eine Vögel sind aufgestellt mit Erklärungen. Ja, und hier sind wir schon unterhalb der Burg hier, die zeige ich euch gleich. Da gehen wir heute nicht hoch. Ich wollte euch dann bloß mal die Belzer Bache noch mal zeigen, die denn hier fließt. Da seht ihr dann schon mal auch zwei Arme, die ineinander kommen. Also das ganze Sumpfgebiet entsteht hier überall die Belzer Bache.